Hi Björn, hi Lorena, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist der erste Tag von unserem World Vision Camp. Ja, ihr habt ja schon eine Menge Eindrücke sammeln können. Was ist denn so bei euch hängen geblieben? Ich finde es cool, wie schnell man eine Freundschaft knüpfen kann durch den Fußball. Zum Beispiel passt noch jemand den Ball zu, obwohl er auch kein Englisch spricht. Und trotzdem kriegt man dann so eine Verbindung und kann dadurch schnell Freunde gewinnen. Das finde ich faszinierend. Ich finde es auch schön, wie man eigentlich gar nicht merkt, wer jetzt hier aus welchem Land kommt, sondern dass es schon so eine relativ große Gruppe geworden ist, wo es eigentlich egal ist, mit wem man jetzt spielt oder redet oder versucht zu reden. Gab es denn auch schon irgendwelche Herausforderungen, an denen ihr euch so ein bisschen festgebissen habt? Ja, manchmal die Sprache, wenn jemand gar kein Englisch spricht, aber das kriegt man schon hin, von Händen und Füßen. Und schon irgendwelche exotischen Erlebnisse gehabt? Ja, die Reise durch den Dschungel gestern Nacht war sehr abenteuerlich. Vorhin war eine Kakerlake in der Toilette. Sehr hübsch. Was hast du? A piscina está liberada, a piscina está liberada. The swimming pool is open, swimming pool is open. La piscina está abierta, la piscina está abierta. Ja, heute war ganz cool. Wir haben so die Fußballteams gemischt untereinander und zum Beispiel mit den Brasilianern zu spielen war mal eine ganz neue Erfahrung, weil die halt viel rumtricksen. Manchmal ist es aber auch ein bisschen unnötig und verlieren halt nur den Ball. Aber war ganz cool, so mit allen verschiedenen Ländern zu spielen, wenn auch verschiedene Spielweisen. Ja, heute Mittag haben wir unsere verschiedenen Probleme vorgestellt, die die Jugendlichen so in den Ländern haben. Es war ein bisschen langwierig, aber interessant, aber es war manchmal schwierig, wenn es dann von Koreanisch auf Englisch, auf Brasilianisch, auf Spanisch übersetzt wurde. Aber alles in allem war es dann doch ganz informativ. Das reicht für heute. Erster richtige Regen im Regenwald. Also seit 3 Tagen hat es nicht mehr geregnet und jetzt ist das erste Mal. Ich glaube, es stimmt so nicht. Ich glaube, es hat immer nur nachts geregnet, weil morgens war wieder alles feucht. Aber es ist der erste Regen, den wir mitbekommen. Ja, man kommt auch nicht so mit, weil die ganze Nacht der Ventilator läuft. Und deshalb hört man nicht. Heute Mittag war es aber wieder schön. Wir sind ins Stadion nach Pernambuco. Ja, wir waren im FIFA-Stadion in Pernambuco, wo auch Deutschland gegen Italien, glaube ich, spielt oder gegen Amerika. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Da saß sogar auf der Trainerbank, da wo der Jogi Löw dann später sitzen wird. Ja, die ist so ein bisschen tiefer gelegt. Das ist eigentlich ganz komisch für die Spieler, wenn die aufs Spielfeld gucken, weil die sehen dann damit nicht viel. Dann heute wurden auch die Teams bekannt gegeben. Ich bin in einem Team mit ungefähr 7 brasilianischen Mädchen, von denen keine ein Wort Englisch kann. Mal sehen, wie das dann wird. Wird spannend. Ich bin mit 4 oder 5 Boliviern und einem Kanadier zusammen und die sprechen auch alle kein Wort Englisch, ja, außer der Kanadier. ich habe auch schon von anderen gehört, dass die Bolivianer somit die stärksten sind hier, neben den Mongolen, und ich hoffe, dass wir den World Vision Cup dann gewinnen können. Gehen wir zum Flughafen und dort findet dann so eine Aktion statt, bei denen man fremde Touristen auf die Gewalt bei Kindern hier in Brasilien aufmerksam machen soll. Dazu findet so ein symbolischer Akt statt, das ist irgendwie so eine Impfung gegen Gewalt bei Kindern, wo sich die Leute, die hier in Brasilien einreisen, quasi gegen Gewalt bei Kindern impfen lassen können, dass sie quasi für den Rest ihres Lebens immun dagegen sind und auch selbst dafür sorgen, dass es hier, während sie in Brasilien sind und auch wo auch immer sie sonst immer hingehen, eben keine Gewalt bei Kindern gibt. Ja, heute Abend haben wir noch den Letter of Recife weiter vorbereitet. Den sieht man hier. Und da steht halt, was wir gegen Kindergewalt fordern und was wir gut finden und
was wir verabscheuen. Der Brief wird dann an zum Beispiel Abgeordnete oder den Bürgermeister von Recife wird er dann überreicht. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Ich bin heute alleine, weil der Björn ist gerade in der Umkleidekabine, um sich für das nächste Spiel fertig zu machen. Mein Team ist leider schon ausgeschieden. Ich darf heute nicht mehr spielen. Ist bei dem Wetter ehrlich gesagt auch nicht ganz so schlimm. Wir haben, während wir unsere Länder vorgestellt haben und die Probleme in den eigenen Ländern, hat jeder Jugendliche Zettel bekommen und durfte da drauf schreiben, was er gut findet, was er schlecht findet und was er sich für die Jugendlichen in den verschiedenen Ländern wünscht. Und es wurde jetzt alles ausgewertet und in einem Brief zusammengefasst. Und den haben wir jetzt heute nochmal durchgeschaut und der wird dann morgen an die Regierung übergeben. Ja, wir melden uns jetzt hier live aus dem Nautico-Stadion. Das Halbfinale ist vorbei. Björns Mannschaft, die Quality, hat leider äußerst unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Björn, jetzt schilder doch mal deine Eindrücke. Ja, war schade. Also gegen Alzheimer und Herz waren als gleichwertige Gegner. Und am Ende gab es nicht die großen Chancen. Und am Ende vom Spielstand halt 0-0. Es gab Elfmeterschießen. Ich durfte den ersten schießen, haben wir einen Innenpfosten versenkt. Und dann habe ich auch noch einen verschossen. Ging dann 3-2 für die anderen aus. Ja, eben habe ich gerade mit dem Direktor von World Vision geredet, der ist in Brasilien. Und der meinte, für ihn war das Halbfinale gerade das richtige Finale, weil die besten Teams aufeinander getroffen sind. Und das hat man auch gesehen, weil es ging halt richtig zur Sache. Ja. Dein Tipp fürs Finale? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass unsere Gegner, die Grünen, was war der Name? Herf? Ich glaube Herf, dass die dann den World Vision Cup holen. Das ist wirklich eine Lebenserfahrung, die ich schon mal nie vergessen werde. Mir hat die Woche ja auch riesig Spaß gemacht und es war wirklich spannend zu sehen, wie es den anderen Kindern in ihren Ländern geht und es hat Spaß gemacht, zusammen mit den anderen Jugendlichen hier Fußball zu spielen.